In diesen Kaffeebohnen steckt mehr als nur Koffein. Die Polizei hat am Mailänder Flughafen diverse Packungen beschlagnahmt. Einige der Bohnen waren gefüllt mit Kokain. Die Beamten hatten bei der Kontrolle den richtigen Riecher. Ihnen kam der Titel auf der Kaffeeverpackung seltsam vor. Dort stand der Name eines Mafia-Bosses aus einem amerikanischen Action-Thriller. In den 2-Kilo-Paketen waren insgesamt 150 Gramm Kokain zu finden. Sie waren an einen Tabakshop in Florenz adressiert. Als der Besitzer die Bohnen abholen wollte, wurde er festgenommen.